Frosch Geldenis bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es eigentlich um den Phaeton, eigentlich auch nicht, unser V10 TDI. Ich warte ja seit gefühlt 4 Wochen auf eine Antwort, also ein paar Firmen, die meinen Turbo instand setzen wollen. Ich kann diese Turbos kaufen, aber die Kosten, haltet euch fest, zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Dann haben wir das Eckgetriebe noch. Den kriegen wir, glaube ich, noch instand gesetzt oder wir kriegen das sogar gebraucht. Wir müssen nur beten, dass er dicht ist, um die 1.000 Euro. Dann haben wir noch diesen Wasserflansch, wollen wir auch noch ein paar Euro reinstecken. Also gefühlt einfach 5.000 Euro. Und jetzt haben wir ein Problem. Kennt ihr noch die Todesliste von diesem schönen V10 TDI? Ich muss schon lachen. Hier, V10 TDI. Die Liste wurde gemacht Januar 22. Und hier sind die Menge Ladeluftkühler, Ladeluftschlauch. Achso, Ladeluftschlauch haben wir vergessen. Ach, komm, 6.000 Euro. Hier haben wir noch Xenon und so weiter und so fort. Das ist die Seite, was wir eigentlich vorhatten. Felgen tiefer lackieren oder folieren und so weiter und so fort. Und ganz, ganz wichtig, wir wollen ja damit in die Türkei fahren. Weil wäre das jetzt wie bei mir letztes Jahr, hat es ja nicht geklappt, dann bin ich einfach geflogen. Alles kein Problem. Aber diesmal kommt Aydosh mit. Das heißt, Aydosh hat sich extra freigenommen, damit wir diese Fahrt machen. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen den V10 fertig und dann fahren wir in die Türkei. Wir haben alles abgebaut, alles läuft super, wir haben alles sauber gemacht, wir haben den von außen sauber gemacht. Nur wir hatten ein Problem gehabt, dass diese Seite Turbo halt schwergängig ist. Wenn wir den Motor schon abhaben, haben wir gesagt, komm, erneuern wir beide. Du bist natürlich angewiesen auf andere Leute und da habe ich schon wieder ein Problem, wenn einer sein Wort nicht hält, weil der andere sagt, machen wir, kein Problem. 2 Wochen gewartet, kam nichts. Der andere sagt, wir machen das, kein Problem. 1 Woche gewartet, kam nichts. Seit Anfang an rede ich schon mit einem und das ist das Geilste, der kann nur so Polnisch. Ich bin Türke, er Pole. Und wir können so einigermaßen so uns unterhalten. Das ist witzig, ne? Turbo neu. Nein, nichts neu. Was Maschine? 5 Liter. V5. Nein, 5 Liter. Ist schon witzig. Also müsste man aufnehmen. Könnte man einen lustigen Podcast daraus machen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir fahren knapp nach 1 Monat in die Türkei. Alle Autos, die ich habe, sind geleased. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn über 10.000 Kilometer machen, die leasen Autos können diese Kilometer nicht fahren. Das ist das Problem. Also, Plan A scheitert. Aber Fuzzi, wenn ich keinen Plan B hätte. Und dazu kommen wir jetzt. Ganz kurze Geschichte, bevor wir dieses Auto anschauen, damit ihr erstmal versteht, warum. Ich habe einen Kunden. Ich habe sein Auto immer gewartet. Dieser Kunde ist irgendwann umgezogen. Weil das ja ein paar hundert Kilometer ist, geht er irgendwo da in die Werkstatt. Was ist? Sein Auto bei der letzten Inspektion wurde einfach totgeschrieben. Alles wurde bemängelt. Querlenker, Bremsen, Ölverlust, Getriebe. Ne? Und dann wollten die ein paar Euro geben für das Auto und haben gesagt, hier, mehr ist der nicht wert, verkauf es, weil es lohnt sich nicht. Und ab und zu reden wir natürlich und der hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, ach, mein Auto ist auch platt, ich wollte mir so ein neues Auto kaufen, jetzt gebe ich den hier an den Händler ab. Ich meinte so, dein Auto? Der soll Schrott sein? Er meinte so, ja. Okay, dann hat er mir einen Preis gesagt, was der Händler gibt. Ich gebe dir blind einfach mehr. Und ich kaufe das Auto. Und er meinte einfach, okay, kauf du es. Und jetzt habe ich es gekauft. Ich weiß nicht, ob er jetzt die Jahre auf einmal Rallye-Fahrer geworden ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was für einen Zustand das Auto hat. Also ich habe es einfach blind gekauft. Ich habe das Geld schon überwiesen. Er hat das Geld schon. Er hat es schon abgemeldet. Das heißt, ich gehe dahin, Schilder dran und ich bin mit. Und warum ich dieses Auto eigentlich gekauft habe, ist, wenn dieses Auto nicht fertig wird rechtzeitig, werden wir mit diesem anderen Auto in die Türkei fahren. Und den machen wir dann in Ruhe fertig. Deswegen, wenn wir dieses Auto jetzt kaufen, mal gucken, wie der ist. Kann sogar schlimmer sein als der hier. Aber ich glaube, auch wenn er Motorschaden hat, kriegen wir den günstiger repariert als seine Turbos hier. Ehrlich. Und ich bin mal gespannt, ob der echt so schlimm ist. Und mal schauen, was hier zu diesem Auto sagt. Boah, jetzt muss ich ja mal fahren, ja. So, ich bin angekommen. Wir hatten echt ein mieses Wetter gehabt, ehrlich. Nur am Regnen. Aber egal, ich bin gut angekommen. Und hier steht das Auto schon. Ich habe die Papiere jetzt gerade genommen. Der Kollege will nicht vor die Kamera. Ich zeige euch. Es ist schon dunkel geworden. Ich konnte nicht. Also, sorry. Tada. Genau, es ist ein Audi A6 Avant. 3 Liter. Teddy. Das habe ich mir jetzt gegönnt. Ja, jetzt können wir jetzt, von außen können wir jetzt leider nicht schauen. Das ist Schwachsinn. Man sieht nichts. Deswegen fahre ich den jetzt kurz in die Werkstatt und dann zeige ich euch nochmal. Los, ich muss noch eine lange Strecke machen hier. Gucken, wie der läuft. 237 haben wir weg. Das ist schon mal gut. Elektrische Sitze haben wir nicht. Mit der Ausstattung und so kenne ich mich nicht aus. Wie kann man den nach hinten machen? Ach, da. Aber die Sitze sind S-Line, ne? Da hinten habe ich meine Alufelgen drin. Jetzt lassen wir den einmal starten. Mal gucken, wie der läuft jetzt. Da bin ich mal gespannt. Ja. Bremsen sind fällig. Navi
Ich kenne mich im Dings gar nicht aus. Man merkt's gar nicht. Die Route wird berechnet. Was berechnet? Nein. Sie haben das Ziel erreicht. Speichern? Nein, brauche ich auch nicht. Brauch doch. Die Zielführung ist nicht aktiv. Wir müssen noch bitten. Das Auto ist Baujahr 2011 und natürlich kann da jede Menge dran sein. Wobei, ich erwarte jetzt hier auch keinen Neuwagen. Oh, hat er eingabbare Spiegel. Echt jetzt? Gucken, ob es funktioniert. Geil! Sitzheizung hat er auch, Klima hat er auch. Die Werkstatt hat ja gesagt, dass sehr viele Sachen kaputt sind. Und so weiter und so fort. Bremsen sehe ich, okay. Ich bin mal gleich gespannt, ob ich irgendwelche Geräusche höre. Alter, ich muss noch 247 Kilometer fahren oder 300. Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? 247, 285, 323. Wir nehmen mal den. Ich bin mal gespannt, 3 Liter, das ist der mit 239 PS. Ich bin mal gespannt, wie er zieht. Boah, okay, das hat er auch noch. Was ist das hier? Das ist auch so eine Soundanlage, ne? Nicht schlecht. Also von innen super. Also motortechnisch hört der sich gesund an. Das ist schon mal das A und O. Getriebe werden wir jetzt schauen, ob er alles, ja, ob er gut zieht oder nicht. Das werden wir jetzt auch schauen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Witten. Ein paar Kilometer fahre ich schon. Der hat Power, Safe, Automatikgetriebe schaltet gut. Ich höre ein leichtes Poltern. Ihr wisst ja, hier pro Seite hat er 4 Querlenker. Ob da jetzt was ausgeschlagen ist, kann ich euch nicht sagen. Ja, ein Polterngeräusch höre ich. Ich habe auch Reifengeräusche, aber der ist ja aktuell mit dem Winterreif. Schiebedach. Weiß gar nicht, ob es funktioniert. Funktioniert das Schiebedach? Funktioniert. Dann, Leute, einmal ganz kurz. Wahnsinn. Wie viel Newton hat der? 550? 239 PS und 550 Newton. Wahnsinn, der läuft gut. Die Werkstatt hat den Wagen ja totgeschrieben eigentlich. Bei mir ist das echt so, also bestimmt auch viele Mechaniker da draußen, wenn ihr ein Auto fährt, ihr könnt spüren, dass der Probleme hat oder nicht. Ich bin der Meinung, der hat nicht viele Probleme. Ich bin gute 250 Kilometer gefahren. Es regnet natürlich sehr stark, aber was ich beeindruckend finde, dass der so auf der Straße klebt. Man merkt, dass ich lange kein Quattro mehr gefahren bin. Ich bin in Witten angekommen. Ich muss sagen, das Ding lässt sich gut fahren. Ich habe Reifengeräusche. Ich kann das jetzt echt nicht einordnen. Vielleicht Radlager, vielleicht Reifengeräusche, vielleicht Antriebswellen. Auf jeden Fall schauen wir uns den einmal von außen an. Wie gesagt, ich habe den ja eh gekauft gehabt, von daher. Ja. Wir sind angekommen. Wir haben schon die Sommerreifen drauf gemacht. Die Winterreifen sind tot. Da sieht man halt, dass auch was ausgeschlagen ist und dass die Spur nicht mehr stimmt. Ich fahre damit. Die Spur ist eigentlich super. Also der zieht nicht nach links, der zieht nicht nach rechts. Ich meine, vorne sind 8 Querlenker verbaut. Mehr Querlenkerachse. Also deswegen, ich merke da nichts. Was mir jetzt nur auffällt bei den 18 Zöllern jetzt, Eidosch, der macht mir schon ein bisschen Geräusche. Hier haben wir da eine Beule. Da sind 18 Zöller? Hier haben wir eine Beule. Das sind 18 Zöller. Warum? Sehen die klein aus? Ich finde, die sehen klein aus. Der hat eine riesen Bremsanlage, Eidosch. Ich weiß nicht, 340er, 330er, glaube ich, vorne. Und 330er sind hinten. Und sogar innenbelüftete Scheiben. Sau teuer. Bremsen habe ich schon gesehen, die Bremsen sind durch. Ich wollte den jetzt einmal von außen zeigen, wie der so ist. Vorne habe ich eine Beule gesehen, sonst. Ach hier, guck mal, hier Parktronic. Ist ein bisschen drin. Aber einer hat es reingedrückt. Ja, ja, Streifschaden hat der bestimmt gehabt. Ansonsten hier verbleicht. Ist ja eine Krankheit. Das wäre es ja noch. Ja. Ja, die Düsen werden hier gerne mal undicht, aber der sieht auch okay aus. Aber zu einer Inspektion kommen wir auch noch. Boah, das sieht ja aus wie ein Kuddelmuddel hier. Ist das normal bei dem so? Ja, meinst du, das ist kompliziert? Ich find, das sieht echt so kompliziert, so voll Kuddelmuddel. Hast du die Phaeton-Videos nicht geschaut? Ja, schon, aber da sieht das sortiert und geordnet aus. Ich finde, das ist so, ach komm, ich zieh den Kabel hier lang, das mache ich lieber nein, so. Nein, das sieht so kompliziert aus, das ist ja mehr so Kabel. Aber wenn du das ausbaust, das ist easy. Die Motoren, die sind echt leicht zu machen. Ich habe den jetzt 2 Tage gefahren. Ich meine, wenn ich im Auto einsteige und fahre, dann merke ich, dass da was dran ist oder nicht. Also das war bezogen nicht auf den Motor. Klar, ne, wenn Motorgetriebe nicht in Ordnung ist, da braucht man kein Fachmann sein, das merkt man. Aber ich meine so vom Fahrverhalten, ich meine die Gelenke, so Radlager,
Reifen. Man merkt einfach, ob das ein gutes Auto ist oder nicht. Das merkt man sofort. Und bei dem habe ich überhaupt nicht so ein Gefühl. Was ich nur gemerkt habe, rechts, beim Rechtseinschlagen, hört man so einen gleichen Knacken. So einmal nur, einmal bang. Aber wir werden den ja von unten nochmal anschauen. Alter, ich weiß ja natürlich, das ist unser Auto, damit wir in die Türkei fahren. Das ist Plan B. Wenn Plan A nicht funktioniert, das weiß ja Eidosch. Ja, ich habe mich gestern beim Fahren in den hier verliebt. Ja, du kannst ja genug fahren, ne? Der fährt sich so gut. Bin dann halt für Videocontent zuständig. Nee, den Preis nenne ich noch nicht. Aber könnt gerne mal raten, was ich dafür bezahlt habe. Also es ist auf jeden Fall der günstigste Quadro. 3 Liter, Vollausstattung, bis auf elektrische Sitze und Standheizung. Sonst ist der voll. Knapp 240.000 gelaufen und Baujahr 2011. Findest du die alle Felgen schön? Die BBS? Ja. Ist okay, also es gibt schlimmere Felgen. Nee, damit meint sie, die sind scheiße. Nein, es gibt auch schönere so, Felgen. Es hätte, das Auto hätte hier reinkommen können mit so voll 0815. Wie waren nochmal deine komischen Felgen hier, die einen? Wie hießen die? ATS-Felgen! Nichts gegen ATS-Felgen. ATS-Felgen sind gut. Der hätte hier reinkommen können mit ATS-Felgen, dann wäre ich schockiert gewesen. Aber mit BBS nehme ich den gerne. Alles gut. Aber die sehen so klein aus. Warum sind die so? Ja, okay, es ist ein Riesenauto. Das Auto ist groß wahrscheinlich. Ja, also 255er Bereich von vorne. Also ich finde, von außen, ne Leute, ich habe ja nicht viel Geld dafür bezahlt. Ne? Von außen brauche ich den jetzt nicht anschauen. Wobei der gut ist, ich habe hier eine Beule gesehen. Sonst hinten, PDC haben wir gesehen. Ja. Sonst muss man einmal waschen, bei Silber sieht man das. Natürlich wird er ein, zwei Kratzer haben, das ist Baujahr 2011. Also ich werde ja sowieso einige Sachen ändern. Neu bereit? Schreibt mal bitte in die Kommentare, was so ein Auto wert ist oder was würdet ihr dafür bezahlen. Ich glaube 2002 bis 2012. Facelift, der hat volle Ausstattung, der hat schon den Motor mit 240 PS, 500 Newton. Das ist schon ein geiler Motor. Quadro, S-Line-Fahrwerk hat der, das weiß ich, weil der ist tiefer, das sieht man auch. Nicht tief genug, aber egal, ich mag es tiefer. Andere Länder, andere große Löcher. Ist doch egal, wir haben Quadro, das merkst du bei 8 Querlenkern, merkst du das nicht, Alter. Beim nächsten Video gucken wir uns den von unten an. Und dann mal schauen, was die Werkstatt alles meint. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Also wir haben die Reifen getauscht, aber ich habe den Wagen nicht höher als so gemacht. Extra. Ich will mich auch überraschen lassen. Aber wir müssen jetzt keine Experten sein. Wenn man diese Reifen anschaut, dann sieht man, dass da was kaputt ist. Beim Reifen kann man ja viel schauen. Ne? Also du kannst ja schauen, ne? Ist der mehr links abgefressen? Ist er mehr in der Mitte abgefressen? Hat er eine Beule? Du kannst vieles ablesen beim Reifen. Nur was mir eins zerstört, das ist echt jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Nennt man das MMI2 oder so? MMI2G oder so nennt man das. Also wir haben schon diesen Farbdisplay hier und im Tacho auch schon. Also das ist so veraltet, das Ganze. Es sieht auch sogar alt aus. Ja, ja, man kann es über Bluetooth verbinden, aber nur telefonieren. Also man kann keine Musik abspielen und so. Das ist das Einzige, was ich bei diesem Auto zu meckern habe bis jetzt. Also von unten habe ich ja noch nicht geschaut. Du mit deinem Auto, du verbindest dein Handy, hörst Internetradio. Klar. Das kannst du hier nicht. Das werde ich auch ändern. Es gibt ein paar Optionen, was wir hier machen können. Boah, ich habe hier auch eine Beule gesehen. Das ist auch eine Beule. Ja. Also die Werkstatt hat ja eine riesen Mengenliste gemacht. Echt ein wirtschaftlicher Totalschaden oder nicht? Das werden wir sehen. Ja, aber wenn der Phaeton fertig wird, bis dahin erfahren wir mit Phaeton. Ich habe mich jetzt in den Fällen. So, danke schön fürs Zuschauen. Leute, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft. Bis dann, haut rein. Ciao. We'll be right back.